Hallo und herzlich willkommen jetzt zum nächsten Part von Legend of Zelda Link's Awakening. So, wir befinden uns in unserem ersten Verlies, dem Wurmpalast, und wir werden uns jetzt natürlich selbstverständlich wieder, was ich am meisten liebe, uns mal dieses schöne Verlies. Wow, alles Gute kommt von oben. Mal begutachten, inspizieren, durchforsten, forschen und morschen. Da haben wir schon mal den Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, in der normalen Awakening-Version steht da eigentlich drin 9999. Ein akustisches Signal kommt dann. Das ist eigentlich eine Neuheit gewesen. Ja, dann hat es gerade eben gehört. Und I have the power. Spüre sie. Das fehlende Stück des Triforce ist wieder mit mir. So, dann lassen wir hier die Truhe hier. Da. Wer hätte das gedacht? Ein Schlüssel. Zack. Zack. Ah, ja, ne, ist klar. Okay. Ja, komm her. Zack. Und ich habe schon mal 20 Rubine gefunden. Na toll. Ich habe keine Bomben mit. Fällt mir jetzt mal auf. Ah, Mama mia. Ist das jetzt gut oder schlecht? Frage ich mich jetzt gerade mal. Ja, dumm. Was ist denn das da oben jetzt? Wah! Ich habe doch nichts getan. Noch ein Schlüssel. Okay, okay. Ja. Weg da. Ja, da komme ich nicht rüber. Kann ich mir den Weg sparen. Oh, der springt mir weg, der Geier. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen zu früh, glaube ich, hier lang gelaufen. Ah, schon wieder ihr. Ja, schon wieder da. Ja, jetzt komme ich aber nicht an die Rubine dran, die da in der Ecke sind. Da fehlt mir was, die mir zu ergattern. Der geht schon frei tot, das ist auch super. So. Ah, kommt mal her. Zack, zack. Sollte man trotzdem, muss ich ein bisschen aufpassen hier mit den Sache hier. Die Karte mit Stadt kannst du ja einen Blick auf sie werfen. Haben wir die Karte auch wieder. Wunderbar. Aber ich sehe auch, ja genau, die werden ja auch angezeigt. So. Ja, komm her. Gut. Ist aber dumm, dass ich jetzt keine Bomben mehr habe, ey. Jetzt macht mich jetzt neugierig, was sich da drüben befindet. So, weg da, du. Ja, genau. Ah, ja, genau, die kenne ich. Müsste ich nach dem zu früh. Oh. Ja, toll. So. Okay, mal die Truhe hier. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der dazugehörigen Eulenstatue. Das ist ja auch wieder so eine Neuheit. Die war ja auch in der normalen Awakening-Version nicht dabei. So, erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. Okay. Kata. Weg, du. Komm her. Komm her. Jetzt bin ich ja wieder ein bisschen abgeschwächelt, weil die Macht mich verlassen. Ah, du! Dummer Wurm! Ja, ich würde jetzt am liebsten nochmal die Power haben. Nein, ich muss da lang. Komm her, komm her, komm her! Zack, zack, zack! Komm her! Könnte ich jetzt nochmal die Macht haben, das wäre jetzt geil. Das wäre jetzt ein bisschen cooler. Ah, tolle Boss. Ja, ja. Ah. Kommt der hier kleinen komischen Wesen. Ah, den Rubin möchte ich gerne mitnehmen. Kann es sein, alle Rubine der Version ein bisschen nur blau sind? Lass mich raten.
Öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Steinblock. Ja, habe ich mir schon gedacht hier. Aber ich finde das aber eine gute Idee, dass die jetzt so ein bisschen so ein paar kleine Tipps hier reinbauen hier in der Version. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Zelda-Frischling ist. Danke, du Mistkmackräder. Oh. I have the power! Was ich gerade eben verschoben habe. Ich finde gut, dass sie sowas hier reingebaut haben mit so Tipps. Dann hat man auch ein bisschen mehr Wissen, wie man sich hier fortbewegen kann. Und ich sterbe hier gerade von einem Goomba. Oh, aber die kann mich ja wieder auffüllen. Das finde ich auch nicht lustig, dass die Goombas auch wieder dabei sind. Da kann sie auch ganz einfach mit auf sich auf drauf fallen. Ja, oder man rennt einfach in sie rein, auch eine gute Idee. Kann auch halt wie so ein typisches Mario-Gimmick auf sie drauf springen. Finde ich auch gut. Die Greifenfeder erlaubt es dir, große Sprünge zu machen. Da ist unser Verlies-Schatz, wenn man ja so schön sagt. Jetzt kann ich endlich mal, was auch eine Neuheit wurde bei Zelda, man kann jetzt endlich mal per Taste springen. Finde ich echt nice. Aber ich werde mich jetzt nicht mit den Gummis rumärgern. Ich werde mich jetzt schnell wie möglich schon mal fortbewegen. Hau ab, du Verrückten. So, zack. Gehe ich mal eben. Da stoßt mich das scheiß Ding gerade zur Seite, ey. Weg. Wow. Weg. Pass mich nicht an. Ach, das hetzt nicht mit. Gehe ich nach rechts. Na, wo wollte ich denn hin? Ah, nee, ich war schon doch richtig. Okay. Der war zu brüchig, konnte direkt auseinanderfallen. Ah, endlich. Mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Nice. Mal kurz nach links gehen. Hier ist nichts. Gehen wir auch hier. Ja, wie mache ich denn jetzt bloß mit dem dummen Raum da, wo ich eine Bombe brauche? Jetzt habe ich ja total verallert, dass ich mir eine Bombentasche, glaube ich, holen musste. Wow. Das wusste ich jetzt aber auch nicht nochmal, dass ich mir eine Bombentasche extra holen muss. Oh. Komm her, du komischer Vetter. Komm. Stress? Ja, genau. Jetzt sagt die Macht bei mir, oder was? Terror. Oh, guck mal, da haben wir einen Teleporter. Ich glaube, ja, das, genau, das sind jetzt die Teleporter, die neuen. Ich glaube, wenn man da reingeht, kommt man dann genau zurück wieder zum Eingang und dann auch halt wieder hier. Ja, ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt. In your dream. Oh, the fuck. Bin ich denn hier? Nix weg hier. Sehr, sehr creepy. Oh, Booze, Booze, Ruse. Oh Gott, den Gegner kenne ich noch aus Awake, Link to the Past. Ah, jetzt zeigt die Kacke an. Dem Gegner mochte ich mal gar nicht. Ah, warte mal, genau, dafür wäre die Greifenfeder ja so gut. Ich glaube mich ja jetzt. Glaube ich. Ah, ja. What the fuck, ich habe mir in der Luft gelaufen. Gott, der Gegner war ja dem wäre so ein totaler Abfuck. Oh Mann, Mami, jetzt muss ich mir erstmal hier. Wow. Ich hab mir erstmal meine Lebensenergie wieder auffrischen. Das ist dumm. Ja, aber ich denke mal, ich mach mal kurz Pause und komm mal kurz mit Bomben wieder. Bis gleich. Ach, vergiss das, was ich gerade erwähnt habe. Ich bin mal kurz in den Laden rübergelaufen, da zum Kran. Da war doch keine Bombentasche. War einfach, glaube ich, eher die dämliche Pulvertasche. Die bräuchte ich ja mal gar nicht. Was ich jetzt aber richtig geil finden könnte, jetzt, dass ich nochmal die Macht haben könnte. Ich rede von der Macht, nicht von einem glücklichen Ton.
Ach komm, ey. Müsst doch irgendwo wieder diese... Komm. Bitte die Macht wieder kriegen. Das wäre jetzt super geil. Da könnte ich den Gegner so zerhauen. Komm schon, ey. Irgendwo muss doch wieder die Teil der Macht sein. Komm, gib mir einen Teil der Macht. Bitte. Komm. Ey, jetzt sei... Ohne Scheiß, jetzt seid doch nicht knickerig. Ihr habt mir doch die sonst so mal freizügig mir in die Hand gedrückt. Und jetzt, wenn ich die mal haben möchte, dann kriege ich die nicht, oder was? Wie darf ich das verstehen? Möh! Ist nicht wahr, oder? Jetzt kriege ich das scheiß Ding nicht. Böh! Toll! Nett! Jetzt, wo ich die ja mal dringend brauche, kriege ich die natürlich nicht. Wer ist schuld dran? Du! So. Ja, verdammt, egal. Ah, ich habe Reflexsprung gemacht. Ich spring einfach so rüber. So. Ja, ja, Buß, Buß, Ruß, du mich auch. Oh. Aber ja. Ja, ja. Nein, 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 nein. Das wüsste ich aber. Du mich. Aber ja, kriegst du volle Ladung davon. Boah, da ging er doch so schnell K.O. Hoha, da war ja doch. Ich stelle mich auch an, ey. So. Ey, er spielt doch keine Geige hier. Yay, du hast die Muschelgeige erhalten. Eine Muschelgeige? Oh, das hört sich wenigstens angenehmer an als das Gekreische. Ja. Sumpf, sag mir, wo die Blumen blühen. Okay, okay. Ich denke mal. Ja, ich mache hier mal einen Part-Cut und sage bis zum nächsten Part dann.